In welchem Verhältnis steht eigentlich Christus zum mosaischen Gesetz? Nun, Christus ist Gott und er hat sich im Alten Testament als Jahwe, insbesondere dem Volk Israel, offenbart. Und Christus hat als Jahwe dem Volk Israel das Gesetz gegeben. Er hat es durch Engel dem Mose gegeben und damit dem Volk Israel gegeben. Christus ist Gott und wurde Mensch. Und als Mensch auf der Erde war er Jude. Und natürlich hat Christus als Jude das Gesetz vollkommen befolgt, sodass ihm absolute Sündlosigkeit bescheinigt wird. Aber Christus hat das Gesetz nicht nur befolgt, sondern auch erfüllt. Denn im mosaischen Gesetz gibt es typologische Hinweise auf den Messias. Und Christus hat also als Messias all die typologischen Hinweise zur Erfüllung gebracht. Er ist der Körper des Schattens. Und Christus ist auch Gott, der über Mose steht. Und somit hat er als Gott die Vollmacht, das Gesetz zu interpretieren und auszulegen. Diese Vollmacht hatte Mose nicht, und Jesus Christus hat das Gesetz nicht verkürzt oder ergänzt, sondern er hat seine eigene Ethik über das Gesetz gestellt. Das mosaische Gesetz kann die Sünde nicht besiegen, sondern nur offenbaren und bestätigen und bringt damit den Mensch, insbesondere den Juden, denen das Gesetz gegeben wird, unter einen Fluch. Und Christus hat am Kreuz durch seinen Tod diesen Fluch auf sich genommen, und jeder, der jetzt an Jesus Christus glaubt, ist befreit von diesem Fluch des Gesetzes. Und durch die Missachtung des Gesetzes lädt der Mensch Schuld auf sich. Diese Schuld ist quasi dokumentiert in einem Schuldbrief, und Christus hat diesen Schuldbrief am Kreuz durch seinen Sühnungstod beseitigt und endgültig eliminiert.